der eine hängt da, der andere da, der eine macht hier einen auf cool, Boss. Achi, ich sage euch eins. Wenn du cool sein willst, dann praktiziere Islam. Glaub mir, das ist das Coolste überhaupt. Das ist das Beste überhaupt. Das ist das, was dir richtig Power gibt. Kaum Uf, was willst du mal werden? Zuhälter. Ja klar, jeder Zweite, der da rumläuft, Zuhälter. Ist doch cool. Und hier haben wir wieder das nächste Problem. Warum hat man falsche Vorbilder? Weil keine richtigen Vorbilder geboten werden. Das ist das Problem. Weil keine richtigen Vorbilder geboten werden. Wo werden richtige Vorbilder geboten? Im Islamunterricht. Dass du ihnen erzählst, du bist nicht cool, wenn du kriminell bist, sondern du bist cool, wenn du dich islamisch benennst. Schau dir die Sahaba an, schau dir den Propheten an und so weiter. Das heißt, Unterricht muss geboten werden. Deswegen rede ich heute darüber, weil es ist viel wichtiger, ob ich jetzt für 100 Leute hier einen Unterricht mache, wo wir über Sahaba reden, es ist viel wichtiger, dass man hier weggeht und dass in allen Moscheen solche Dinge angeboten werden. Hier geht in eure Moschee hin, nehmt das, was ihr wisst und sucht Jugendliche zusammen, lest Riyadus Salihin mit ihnen oder Geschichten über Sahaba und so weiter und die werden sich ändern. Und du wirst sehen, heute haben wir 100, 200, ich weiß nicht, wie viele heute hier sind, wie viele Menschen, vielleicht auch mehr. Hinten sitzen auch noch welche, aber auf jeden Fall. Aber hier sind Tausende draußen. Wir freuen uns heute. Wir sagen, Mashallah, so viele Jugendliche in der Moschee. Aber wie viele sind da draußen gerade irgendwo anders? Wie viele sind jetzt noch im Rausch am Liegen von gestern? Okay, 5 Uhr hört es langsam auf. Also werden wahrscheinlich schon alle wach geworden sein. Das ist das Problem. Falsche Vorbilder.